Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Das heutige Video knüpft an mein letztes Unhaul-Video an. Ich habe ja vor ein paar Wochen einige Bücher aussortiert und dabei ist ein kleiner vielleicht Stapel angewachsen, bei dem ich mir einfach nicht sicher war, ob ich die Bücher darauf wirklich aussortieren möchte oder vielleicht doch lieber behalten will. Und jemand von euch hatte in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich damit ja ein Try-a-Chapter-Video machen könnte, dass ich also in die Bücher reinlese, die ersten Kapitel ausprobiere und darauf basierend dann meine ersten Eindrücke teile und entscheide, ob ich das Buch behalte und zu Ende lesen möchte oder ob ich es aussortiere. Und das machen wir heute. Ich habe hier 4 Bücher, die auf meinem Vielleicht-Stapel gelandet sind, in die ich gerne reinlesen möchte und schauen möchte, ob sie vielleicht doch was für mich sind. Das ist einmal Ministerium der Träume von Hengame Yagobi Farah. Dann haben wir Tinker Tailor Soldier Spy von John le Carré. Altes Land von Dörte Hansen. Und ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Also auch eine ziemlich große Variation, was Genre etc. angeht. Bei fast allen diesen Büchern hatte jemand von euch geschrieben, dass ich es auf keinen Fall aussortieren soll, dass ich dem Buch eine Chance geben soll. Ich glaube, außer bei Tinker Tailor Soldier Spy. Aber dem Buch wollte ich einfach nochmal eine Chance geben. Besonders laut wurdet ihr bei Altes Land. Da haben mir echt ganz, ganz viele geschrieben, nein, du musst dieses Buch lesen, ich habe es so geliebt. Und deswegen probieren wir das jetzt aus. Womit fange ich an? Dann lass uns doch einfach mit Altes Land anfangen von Dörte Hansen. Ich werde jetzt mindestens mal das erste Kapitel lesen und dann meine ersten Eindrücke mit euch teilen. Ich habe nicht nur das erste, sondern die ersten 2 Kapitel gelesen, weil die relativ kurz waren. Also bis Seite 27 habe ich gelesen und es ist super schwierig, dieses Buch nur auf Grundlage dieser beiden Kapitel einzuschätzen. Also, was ich bisher über das Buch weiß, ist, dass wir wohl 2 Zeitebenen haben. Es ging los mit einem Blick in die Vergangenheit, wo Hildegard mit ihrer Tochter Vera vor über 60 Jahren aus Ostpreußen ins alte Land geflohen ist und dort bei, wie hieß sie nochmal, bei Ida Eckhoff untergekommen ist, deren Sohn auch gerade aus dem Krieg gekommen ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass stilistisch das erste Kapitel wie so einen Sepia-Filter hatte. Also ich meine, es spielt ja auch in der Vergangenheit. Der ganze Stil kam mir ein bisschen melancholisch vor. Es hatte auch so seine traurigen oder nachdenklichen Momente. Es hatte auch seine schrulligen Momente, sage ich mal. Aber ja, das war nicht so ein moderner Witz, sondern eben auch aufgrund der Figuren natürlich. Im zweiten Kapitel hat sich das dann geändert. Da waren wir dann auf einmal in Hamburg in der Gegenwart und haben Anne kennengelernt, die als ja, Flötenlehrerin, Flötistin in einer musikalischen Früherziehung arbeitet und da wohl ganz und gar nicht happy scheint und sich auch gar nicht mit diesem Ort identifizieren kann. Es wurde schon angedeutet, dass die Personen alle irgendwie miteinander verwandt sind. Ich habe jetzt noch nicht ganz durchgeblickt, wie die Verhältnisse sind, aber das kommt bestimmt im Laufe des Buches noch raus. Ich muss sagen, nach dem ersten Kapitel dachte ich so, weiß ich nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Das zweite hat das irgendwie noch mal ein bisschen aufgelockert und das war dann irgendwie auch ganz witzig und humorvoll. Und ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich bin mir unsicher, ob das eine Geschichte ist, die mir persönlich viel gibt, ob ich da irgendwie eine Beziehung zu finde zu dieser Geschichte und zu diesen Figuren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich müsste noch 2 Kapitel lesen oder eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht muss ich das Buch jetzt weglegen und gucken, ob ich im Nachhinein noch darüber nachdenke, ob die 2 Kapitel jetzt für mich gereicht haben, dass ich wissen möchte, wie es mit den Figuren weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch spannender wird, wenn die Frauen dann auch aufeinandertreffen. Ich weiß vom Klappentext, dass Anne mit ihrem Sohn Leon Hamburg verlässt und quasi zu Vera flieht.
und dass sich daraus dann wohl eine besondere Beziehung zwischen den Frauen bildet. Es hat Potenzial, aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt im Buchladen angelesen hätte, dann hätte ich es eher nicht mitgenommen. Aber ihr habt ja auch gesagt, dass es so gut ist. Ich lege es jetzt mal weg und gucke einfach, ob ich im Laufe des Tages noch an die Figuren denken muss, ob ich wissen möchte, wie deren Geschichte weitergeht oder ob ich morgen schon nicht mehr dran denke, weil die anderen Geschichten das total überlagert haben. Das ist ja schon mal toll gelaufen. Ins erste Buch reingelesen und einfach gar nicht mit der Entscheidung weitergekommen, ob ich es behalten möchte oder nicht. Perfekt. Ich glaube, als nächstes probiere ich Ministerium der Träume aus. Ich werde da jetzt auch ein paar Seiten reinlesen und euch dann sagen, was ich so denke. Okay, Buch Nummer 2. Ich habe die ersten circa 30 Seiten gelesen. Das Buch hat keine normalen Kapitel, sondern mehr so Abschnitte, die immer mit so einem Kreis hier gekennzeichnet sind. Und es gab noch einen Prolog. Ich hatte schon mal in dieses Buch reingelesen und konnte mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern, wie die ersten Seiten so waren. Und ich glaube, das liegt daran, weil man einfach komplett reingeschmissen wird und sich erstmal orientieren muss und gar nicht weiß, was abgeht. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Nas erzählt, deren Schwester Nushin stirbt. Die Polizei kommt gleich am Anfang des Buches zu Nas nach Hause und sagt, dass es ein Autounfall war. Aber laut Klappentext ist Nas überzeugt, dass es Suizid war. Das hat man jetzt in den ersten Seiten noch nicht gesehen, aber durch den Klappentext kommt auch sehr deutlich raus, dass die beiden viel zusammen erlebt haben, dass sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Deutschland migriert sind, dass sie ihren Vater verloren haben, eine schwierige Beziehung zur Mutter haben und Nushin hat auch ein Kind. Und jetzt, wo Nushin nicht mehr lebt, übernimmt Nas eben auch die Verantwortung für dieses Kind. Ich muss sagen, vom Stil bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ich mochte diesen rotzigen Ton sehr gerne, den die Erzählerin hatte. Das wurde aber auch vermischt mit ganz, ganz vielen Metaphern und ich sag mal poetischen Versuchen. Und irgendwie konnte ich mich damit nicht so anfreunden bisher. Also die Kombination kann bestimmt funktionieren, aber irgendwie bin ich mir noch nicht so sicher, ob sie für mich funktioniert hat. Für mich war es auf den ersten Seiten wie so ein mit Metaphern um sich werfen und ich weiß einfach noch nicht so genau, ob mir das gefällt. Die Geschichte an sich finde ich aber schon spannend, muss ich sagen. Also, dass wir diese sehr enge Schwesternbeziehung haben, dass Nas Schwester stirbt und Nushin auch irgendwelche Geheimnisse hatte, man nicht so genau weiß, was da passiert ist. Ich glaube, ich ziehe mein finales Fazit dann einfach am Ende, wenn ich alle Bücher auch vergleichen kann und sagen kann, was mich so am meisten und was mich so am wenigsten gecatcht hat. Tinker Tailor Soldier Spy ist das einzig englischsprachige Buch auf dieser Liste. Ich bin mir aber sicher, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Ich habe mal zu Schulzeiten ein Buch von John le Carré gelesen, für die Schule sogar. Ich musste eine Präsentation darüber machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es war aber, glaube ich, ganz gut. Und dieses Buch ist in total vielen Goodreads-Listen Bücher, die man gelesen haben sollte, die besten Krimis und sowas. Aber es hat mich einfach noch nie so dazu getrieben, das Buch aus meinem Regal zu ziehen, obwohl es echt lange schon da stand. Aber geben wir dem Buch noch eine Chance und lesen mal rein. Im Kapitel haben wir ein Jungsinternat als Setting und ein Lehrer stirbt, weshalb ein neuer Aushilfslehrer angestellt wird, namens Jim. Jim trifft dort ein, er soll dort nur übergangsweise unterrichten, bis jemand Qualifizierteres gefunden wird
Und Jim entwickelt eine Art Freundschaft zu einem Schüler namens Bill Roach, der eher Außenseiter ist, ein Beobachter und dann aber großen Gefallen an diesem Aushilfslehrer Jim findet. Das ist, was bisher passiert ist. Ich fand es eigentlich sehr, sehr cool, wie die Charaktere eingeführt wurden. Man hatte gleich ein sehr gutes Gefühl für die beiden. Die Beziehung war auch eigentlich von Anfang an ganz spannend. Und dann habe ich gelesen, worum es in diesem Buch eigentlich insgesamt geht. Und ich weiß nicht, was das miteinander zu tun hat. Es ist auf jeden Fall ein Spionage-Thriller. Ich lese euch hier mal den deutschen Klappentext vor. George Smiley verliert nach einer gescheiterten Operation seinen Posten, wird jedoch für einen letzten gefährlichen Auftrag aus dem Ruhestand geholt. Er soll einen Doppelagenten enttarnen, der für Moskau den britischen Geheimdienst ausspioniert. Mit der Unterstützung seiner engsten Vertrauten begibt sich Smiley ins Reich des großen Gegners. Was hat das mit diesem Internat zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch sehr, sehr interessiert daran, wie das Ganze jetzt weitergeht, wie die Verknüpfung auch ist zu diesen Figuren, die ich schon kennengelernt habe. Ich weiß aber nicht, ob ein Spionage-Thriller so mein Ding ist, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wieso ich das Buch überhaupt vor ein paar Jahren mitgenommen habe. Ich bin ja zum Beispiel auch nicht so der größte James Bond-Fan oder so. Ich muss auch sagen, ich fand das Buch nicht unbedingt leicht zu lesen. Also es ist ja auf Englisch und ich musste mich jetzt schon konzentrieren dabei. Dann ging es schon, aber es ist einfach kein entspanntes Lesen, sondern ich muss wirklich aufmerksam sein, teilweise Wörter nachschauen und an sich mache ich das auch gerne, aber dann muss mich halt das Buch und die Geschichte wirklich stark interessieren. Und ich weiß nicht, ob das ein Spionage-Thriller unbedingt tut momentan. Das ist echt schwieriger, als ich dachte. Ich dachte, ich lese hier die Bücher, ich lese hier die ersten Seiten und kann genau sagen, okay, das will ich weiterlesen und das nicht. Aber ich bin irgendwie bei allen so ein bisschen zwiegespalten immer noch. Ein Buch haben wir aber noch. Und das ist ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Es hat so ein bisschen einen Science-Fiction-Vibe. Es geht darum, dass überall auf der Welt ein Roboter namens Carl auftaucht. Das klingt irgendwie total witzig. Der Autor ist Hank Green, das ist ja der Bruder von John Green. Und ich bin auch sehr gespannt, was er so schreibt. Damit mache ich jetzt weiter und irgendwie freue ich mich total darauf. Gleicher Ort, neuer Tag. Ihr bekommt jetzt noch meine ersten Eindrücke zu Ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Ich habe da ja noch abends reingelesen oder nachmittags, aber es war dann einfach schon mega dunkel. Deswegen nehme ich das jetzt auf. Ich muss sagen, mit dem Buch kam noch ein richtig frischer Wind in meinen Lesenachmittag. Ich war mir bei den anderen Büchern nicht so sicher, war teilweise interessiert, teilweise auch nicht so und konnte einfach nicht auf Anhieb so eindeutige Entscheidungen treffen, ob ich das Buch wirklich weiterlesen möchte oder nicht. Aber dieses Buch hier hat mich von Anfang an irgendwie in seinen Bann gezogen. Ich habe das Buch geschenkt bekommen und ich weiß gar nicht, ob ich im Buchladen unbedingt danach gegriffen hätte, vielleicht eher nicht. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass mich dieses Buch von Anfang an neugierig gemacht hat und unterhalten hat. Und ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter, als ich vielleicht anfangs gedacht hätte. Bisher habe ich die Protagonistin April kennengelernt. Sie lebt in New York und geht eines Nachts an einer riesengroßen Roboterskulptur vorbei. Und wie sie das beschreibt, passiert es in diesem Großstadttrubel oft, dass man Sachen gar nicht mehr so richtig realisiert, egal wie krass und überraschend sie sind und einfach vorübergeht. Aber ihr fällt diese Figur auf und sie geht bewusst zurück und schaut sie sich genauer an. Und ist dann total fasziniert davon. Sie ruft dann einen Kumpel an, der vorbeikommt und sich die Skulptur auch anschaut. Und dann drehen sie ein Video, in dem April den Roboter vorstellt und quasi interviewt. Also sie gibt ihm dann auch den spontanen Namen Carl. Und dann wird dieses Video ins Internet hochgeladen und offenbar verändert sich ab diesem Zeitpunkt alles. Vom Klappentext weiß ich schon, dass nach dem Upload überall auf der Welt Karls auftauchen. Niemand weiß, woher sie kommen, niemand weiß, wofür sie gut sind und April wird dann zur Karl-Expertin auserkoren. Und jeder möchte mit ihr sprechen und sie ist plötzlich berühmt. Da bin ich noch nicht ganz, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt in Kapitel 3 dazu übergehen wird. Der letzte Satz war auch, so gut wie in dieser Nacht habe ich danach wahrscheinlich bis zu meinem Tod nicht mehr geschlafen. Also nach dieser Nacht wird dann wohl alles sehr turbulent. Wieso mich dieses Buch irgendwie von Anfang an gecatcht hat, war tatsächlich die erste Seite, die irgendwie erfrischend
anders geschrieben war. Also April spricht uns, die LeserInnen, direkt an. Sie zeigt gleich ganz, ganz viel Humor. Sie macht so ein bisschen Foreshadowing, dass man schon erahnen kann, was passiert, mit so wirklich humorvollen kleinen Kniffen. Also das ist der erste Satz. Ja, ja, ich weiß, ihr wartet hier einen Abenteuer-Epos voller Intrigen, Geheimnisse, Nahtod und echten Tod. Aber vorher, in Klammern, wobei ihr natürlich jederzeit zu Kapitel 13 vorblättern dürft, ich kann euch ja keine Vorschriften machen, werdet ihr euch damit auseinandersetzen müssen und so weiter und so fort. Also das meine ich mit diesen kleinen Vorausahnungen, die sie schon einstreut oder die er, Hank Green, einstreut, durch die Augen seiner Protagonistin April. Dadurch, dass das Buch diesen humorvollen, lockeren und unterhaltenen Ton hat, dachte ich, vielleicht ist es dann kein Buch, das sonderlich tief geht, sondern wirklich einfach nur unterhalten soll. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Also man hat schon hin und wieder auf den ersten Seiten gemerkt, dass auch tiefere Gedanken aufgegriffen werden, super spannende Diskurse aufgemacht werden übers Internet, über Kunst, über unsere heutige Zeit. Also ich glaube, dass dieses Buch nicht nur diesen Witz und Humor und Unterhaltungswert hat, sondern tatsächlich auch viel Tiefgang haben könnte. Also entgegen meiner anfänglichen Erwartungen habe ich bei diesem Buch extrem Lust weiterzulesen, werde das auf jeden Fall behalten und lesen und glaube, dass das richtig cool werden könnte. Ich habe ja gehofft, dass wenn ich eine Nacht drüber schlafen kann, was ich mit den anderen Büchern mache, dass ich dann viel leichter eine Entscheidung treffen kann, aber es ist natürlich nicht so. Ich bin teilweise immer noch hin und her gerissen, aber ich glaube, ich mache es so. Auch wenn in Tinker Tailor Soldier Spy der Anfang echt gut geschrieben war und die Figuren spannend waren, habe ich, glaube ich, einfach in nächster Zeit keine große Lust auf eine Spionagegeschichte. Und weil ich auch einfach Platz in meinem Regal schaffen möchte und meinen TBR-Stapel etwas verringern möchte, werde ich dieses Buch in andere Hände geben. Ein Buch, das ich behalten werde, ist Altes Land von Dörte Hansen. Auch wenn ich noch ein bisschen hin und her gerissen war von dem ersten Kapitel und noch nicht so viele Einblicke bekommen habe, dass ich komplett begeistert und interessiert und abgeholt war, bin ich trotzdem sehr, sehr neugierig darauf, wie es sein wird, wenn die Figuren aufeinandertreffen, diese Generationen aufeinandertreffen. Und ich bin auch sehr an diesem Flüchtlingsthema und diesem Thema zu Hause und so interessiert, das ja hier wohl eine große Rolle spielt. Und ich glaube, selbst wenn ich das Buch selbst in den nächsten Wochen noch nicht lese, dass es meine Mama sehr interessieren könnte. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall für sie und für mich behalten. Und was mache ich jetzt mit Ministerium der Träume? Irgendwie bin ich nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen, also hier war ich ja sehr hin und her gerissen. Ich habe jetzt auch ein bisschen in Rezensionen reingeschaut und es gibt schon viele, viele Leute, die das Buch lieben und die aber vor allem auch den Stil lieben. Und der hat mich ja nicht so ganz abgeholt in der Form. Ich bin auch einfach so schlechteren Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ich brauche noch eine Nacht, um das zu entscheiden. Aber ihr könnt mir vielleicht auch helfen und falls ihr dieses Buch gelesen habt, könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr es fandet, ob sich das extrem lohnt oder nur so okay war oder vielleicht sogar gar nicht lohnt. Hinterlasst mir da gerne einen Kommentar und helft mir aus meinem Struggle. Wobei eigentlich 2 weggeben und 2 behalten auch eine gute Bilanz wäre. Aber ich habe dann doch immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Bei den anderen Büchern ist eine Entscheidung getroffen. Diese beiden hier werde ich behalten. Ich denke, dass ich tendenziell eher mit diesem Buch dann weitermachen werde, dieses zuerst lesen werde von den beiden. Ich habe aber noch ein paar andere, die ich zuerst beenden möchte, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das war mein erstes Try-Chapter-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne euer Feedback dalassen, ob euch dieses Format an sich gefällt, ob ich das vielleicht öfter machen soll. Vielleicht könnte man sowas auch mal mit Klassikern oder gehypten Büchern oder so machen. Ich bin mir sicher, da gibt es viele coole Ideen dazu und ja, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Eure Gedanken zu diesen Büchern, zu diesem Video, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer bei euch jetzt ansteht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.